Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Automas im Einsatz. Die spielt sich ab auf Ceres Mortis in diesem Gebiet hier. Ich starte von diesem Flugpunkt hier aus. Kult des Pilgers. Und es geht los. Ich zeige euch den Weg, wie man da hinkommt. Natürlich gibt es mehrere Wege zum Ziel. Ich laufe hier entlang, ihr könnt aber auch hier entlang laufen oder ganz woanders. Ein bisschen später im Patch kann man auch fliegen, dann ist man ganz flott im Weltquestgebiet. Diese Mob ist natürlich eine Lead-Mob, kann man ein bisschen ausweichen. Sollte er euch einmal treffen, dann solltet ihr nicht sterben. Und ihr wisst ziemlich langsam, selbst wenn man die Aggro hat. So, bei dieser Weltquest muss man sich als erstes mit Rana treffen. Natürlich zeige ich euch, wo Rana anzutreffen ist. Jetzt ist die Weltquest gestartet. Und hier ist auch schon Rana. Einfach hinlaufen, die lässt was fallen. Zielwellig beschafft. Einfach hier vom Boden looten. Versucht, diese Automas mit dem Relikt zu steuern. Wenn es gelingt, könnt ihr mit ihrer Hilfe die Schlundgebundenen vernichten. So, hier, Automas. Die laufen nach. Und mal schauen, was die Automas so anstellen können. Diesen Mob lasse ich mal in Ruhe. Das ist auch ein Quest-Mob. Und hier hat man jetzt so einen Extra-Knopf. Bei mir ist er hier ganz links. Je nachdem, wie euer Interface aufgebaut ist, kann er auch in der Mitte sein oder an der Position, wo ihr eure Extra-Knöpfe hingeschoben habt. So, Mob im Ziel, Extra-Knopf. Und es macht Schaden und die Automas stürmen drauf zu. An sich war das nicht so effektiv. Aber, wie man sieht, naja, passiert nicht viel, aber die Automas haben die Aggro. Ihr seht, meine Cookies bekommen kaum Schaden und ich auch nicht. Das ist genial. Jetzt ist hier noch was geadet und ich habe 8%. Moment, das müssen wir abwarten. Außer Sichtfeld. Die sind auch ein bisschen gestunt. Ja, sehr cool, also dieser Extra-Knopf ist nützlich. Oh, da ausweichen. Also da kann man auch sterben mit Extra-Knopf, wenn man da nicht ausweicht. Sehr cool. Gut, bei einem einzelnen normalen Mob braucht man nicht unbedingt diesen Extra-Knopf. Sei denn ihr seid vielleicht ein schwach equipter Stoffi, dann könnt ihr ihn auch da benutzen. Oder allgemein, ihr könnt ihn benutzen, wann ihr wollt. Und ich bin schon bei 42%. Mir werden hier zwei verschiedene Werte angezeigt. Einmal 43% und einmal 42%. Okay. Dann... So, ein ganz großer Elite. Natürlich werde ich auch testen, wie es bei dem abläuft. Jetzt sind die Prozente wieder zusammen. So. Und... Ja, gut, die werden auch gestunt. Und die Automa-Beschützer behalten die Aggro. Der macht eine Fähigkeit, wo man ausweichen sollte. Und wow, ich habe DC. Perfektes Timing, oder? Ich kämpfe gegen der größten Elite von diesem Weltquestgebiet, glaube ich. Wobei, ich glaube, es gibt noch welche eine Nummer größer. Und dann bekomme ich Disconnect. Cool, oder? Ach ja, ich bin auf dem Patch-Server unterwegs, nur mal so. Gut, ich lebe noch, cool.
Ich wirke nochmal die Automas, dann wird er nochmal ein bisschen gestunt. Es geht weiter. Ich bin jetzt irgendwie auf 59%. Und jetzt bin ich auf 66%. Also irgendwie geben die ganz großen Elite-Automas nicht wesentlich mehr Prozent. Oder wesentlich mehr Prozente. 75%. Jetzt müsste ich auf 85 kommen, theoretisch. Mal schauen, ob das stimmt. Auf 83, oben steht 84. Interessant. Gut, wie ihr seht, nein, hier seht ihr was nicht. Aber auf der Mini-App seht ihr das Weltquest-Gebiet. Ist ziemlich groß gehalten. Ich greife mal dich hier an. Hey, nicht aus meinen Geistern rauslaufen, was soll das? Wow, schnell, huhu. Jockler! Gut, die Weltquest ist abgeschlossen und jetzt habe ich nochmal ein Disconnect. Jetzt bin ich bestimmt tot, wenn ich einlogge. Ich hatte die Agro und meine Cookies sind auf den anderen Mobs. Mal schauen. Aber ihr habt es gesehen, es hat Ding gemacht. Das heißt, die Weltquest wäre fertig. Aber ich logge noch ein, zwecks der Spannung. Bin ich tot? Lebe ich? Bin ich tot? Ich bin tot. Na gut, die Weltquest ist fertig. Gab's eine Belohnung? Ich glaube, das war eine andere Weltquest. Gold gab's als Belohnung und Ruf bei den Erleuchteten. Ja, das war's auch schon. Ich laufe jetzt noch zu meiner Leiche. Ich hoffe, dieses Video konnte euch helfen, diese Weltquest abzuschließen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!